Herzlich willkommen hier bei Festool TV. Mein Name ist Frank und ich darf Ihnen heute zeigen, wie man mit der Fräshilfe arbeitet. Fräshilfe, die ist dazu gedacht, dass ich hier in Türen zum Beispiel Türendichtungen, wie es in verschiedenen Arten und Formen gibt, einzubauen. Nicht nur Türendichtungen, sondern auch Mehrfachverriegelungen kann ich mit dieser Fräshilfe einfräsen. Natürlich mit dem dementsprechenden Stufenfräser, den ich hier natürlich in verschiedenen Größen bekomme. Die Fräshilfe benötigt, damit ich sie aufbauen kann oder einsetzen kann auf die Oberfräse, den dementsprechenden Adapter, und da nehmen wir hier einen Kopierring mit 30 mm Durchmesser. Der Kopierring wurde jetzt hier auf die OF 2200 eingesetzt, wobei wir auf alle Festool-Oberfräsen diese Fräshilfe montieren können. Jetzt werde ich die Oberfräse aufrecht hinstellen und kann jetzt die Fräshilfe mittels dieses Kopierringes und dem kleinen Adapter noch aufsetzen und ausrichten. Die Bohrlöcher sind dazu da, um dementsprechend dann mit den Schrauben das Ganze auf meine Oberfräse zu montieren. Nachdem ich die Schrauben montiert habe, kann ich natürlich mit Hilfe dieser Fräsbacken oder diesen Zuführbacken die dementsprechende Türenstärke einstellen, sodass ich die exakte Position meines Kältefeins, meiner Türdichtung finde. Nachdem ich jetzt die Einstellung durchgeführt habe und die Schrauben gut festgezogen habe, nehme ich die Oberfräse und setze sie auf die Türe auf und stelle jetzt die Frästiefe ein. Dazu fahre ich mit dem Fräser, der natürlich auf diese Gummidichtung abgestimmt ist, auf das Material und kann jetzt über die Feineinstellung die exakte Frästiefe hier jetzt von 30 mm einstellen. Ich werde den Fräsvorgang jetzt nicht auf einmal durchführen, sondern auf zwei Stufen, weil wir hier sehr viel Material zu sparen, und werde dann den Revolveranschlag hier um eine Stufe zurücksetzen und zuerst 15 mm und dann die 30 mm fräsen. Bevor ich starte, werde ich von der rechten Seite einmal kurz mit dem Fräser einfahren, um hier die Fasern zu kappen, um das spätere Ausreißen dann möglichst zu verhindern. Das Ganze jetzt natürlich noch anschließen mit Strom und Absaugung, wobei hier der 36er Saugschlauch direkt auf die Fräshilfe montiert wird. Hier werde ich eine Schutzbrille tragen, um dementsprechende Späne geschützt zu sein. Ich fahre jetzt mit der Oberfräse an und fräse hier leicht von der Seite rein. Gemacht. Das heißt, ich habe hier leicht die Fasern gekappt und werde jetzt von der anderen Seite hier einfräsen. Wenn es die entsprechende Späne hat, werden wir die kurz rausnehmen, um die Führung so leicht wie möglich zu haben. Aufsetzen, den Revolveranschlag auf 15 mm verstellen, ins Material dann oder ganz nach unten auf den Anschlag reinfahren und die Maschine starten. Yeah.
Das war der erste Fräsvorgang, man sieht schon recht gut die Nut. Jetzt muss ich hier den Rest rausfräsen, sodass ich hier auf 30 mm tief fräsen kann. Ich fahre wieder ganz nach unten, arretiere die Tiefe und starte wieder. Die Nut ist gefräst. Jetzt können wir die Türendichtung einsetzen. Man achtet jetzt darauf, wo der Auslösepunkt ist. Hier versucht man, oder hier sollte man den Auslösepunkt hinten auf die Bandseite bringen. Und aufgesetzt und dementsprechend arretiert. Und schon sehe ich, wie hier der Kältefeind funktioniert. Tja, ich hoffe, Ihnen hat es ein bisschen Spaß gemacht, dabei zu sein bei dem Fräsen der Türendichtung. Ich freue mich auf ein nächstes Mal bei Festool TV. Ihr Frank.